Ja, danke für die Chance, hier mitmachen zu dürfen. Mein Name ist Philipp Westermann, ich bin der Gründer von OMR und in dem Zusammenhang bin ich es auch gewohnt, regelmäßig mit Leuten zu sprechen und Fragen zu stellen, sei es auf der Bühne oder im Podcast. Jetzt freue ich mich auf den Gast in diesem Format und zwar auf einen Veteranen der digitalen Möbelindustrie. Sein Name ist Sascha Fitztum. Er ist der CMO von Home24 und seit 2009 im Game. Er war vorher schon bei Fashion for Home dabei. Die sind übernommen worden von Home24, seinem aktuellen Arbeitgeber. Sascha, sag doch mal ganz konkret vielleicht zum letzten Jahr. Ich meine, es war jetzt ja eine ganz besondere Zeit, du hast ja auch schon erzählt, da wurde nochmal gerade, oder wir haben es ja alle gesehen, da wurde gerade irgendwie E-Commerce richtig beschleunigt. Bricht es immer runter bei euch? Beschreib mal so ein bisschen, wie sich es bei euch geäußert hat, ganz konkret sozusagen die Inside-Perspektive Home24. Wie war das Corona-Jahr? Was ist passiert, außer dass ihr jetzt wahrscheinlich auch alle von zu Hause arbeitet? Ja. Ja, es war natürlich spannend, ist es immer noch. Bei uns hat es relativ früh angefangen. Wir haben ja auch sehr viele Möbel, die wir importieren aus Asien. Das heißt also, wir haben uns relativ schon, ich sag mal, im Januar letzten Jahres darüber unterhalten, welche Auswirkungen das auf die Lieferketten hat. Sozusagen, bunkert man jetzt, ordert man viel, was wird das Konsumentenverhalten, bleiben die Lieferketten stabil? Das heißt also, diese operative Geschichte war erstmal so das Erste, was uns beschäftigt hat. Und dann, als dann die Pandemie auch sozusagen hier zu einem Lockdown geführt hat, war es sehr spannend zu sehen, dass wir haben uns dann viel die Consumer Trends angeschaut und haben da auch gesehen, erstmal, ne, also alle haben erstmal Gefriertruhen gekauft. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie aufgefallen ist. Ja. Und als die grundsätzlichen Bedürfnisse so gedeckt waren und die Leute eben angekommen sind, boah, ich bin jetzt zu Hause, ich bin im Lockdown, dann haben wir sozusagen auch schon sofort den Demand gesehen auf die Büromöbel und auf die Gartenmöbel und haben dann eigentlich versucht, als wir gesehen haben, okay, die Leute kaufen online, sie brauchen was, dann sind wir in das statistische Modeling gegangen und darauf basierend haben wir dann so Modelle gebaut, die hat noch zwei, drei mehr, sage ich jetzt mal, Datenreihen drin, die täglich wirklich abgefragt werden, die uns wirklich geholfen haben, sozusagen diese erste Welle zu modellieren, aber dann auch sozusagen ein relativ belastbares Modell zu finden, wo wir den Long-Term-Shift von offline zu online sehen. Ja, ich glaube, das war immer die Hauptgeschichte und ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Modell und sind da eigentlich ja, positiv gestimmt, dass wir da jetzt zumindest diesen Seite der Vorhersagen ganz gut im Griff haben. Sascha, beschreib mal ganz kurz, ganz kompakt das Erfolgsrezept im Marketing von Home24. Wie heißt das? Wir gehen immer erst in einen Kanal rein, wenn wir ihn skalieren können. Das heißt also, wir sind nicht First Adopter, wo wir sagen, wir spielen jetzt hier mal ein bisschen rum und gucken, wie sich ein Kanal entwickelt. Wir sind eigentlich, machen ihn immer erst dann groß, wenn wir wissen, dass wir Werbeplattformen haben, wo wir wirklich skalieren können. Und ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept, was uns auch sehr unterscheidet, glaube ich, von vielen anderen im Markt. Lass uns noch ein bisschen über Performance Marketing sprechen. Also ich meine, ihr seid ja alte Rocket-Schule, du bist auch sozusagen ein Kind des Performance-Marketings, das stelle ich jetzt mal so ein bisschen, ich glaube, das hört man auch zwischen den Zeilen so ein bisschen raus, wenn man deinen Lebenslauf liest, erst recht. Wie macht ihr Performance-Marketing und welche Rolle spielt da Pinterest? Ja, also wie du schon gesagt hast, ne? Also die alte Rocket-Schule fängt natürlich damit an oder hat damit angefangen, dass man erstmal den Lower-Funnel beackert, ne? So weit wie es geht, das macht man die ersten 3, 4, 5 Jahre, bis man irgendwie schaut, was funktioniert im Markt, was funktioniert nicht und irgendwann kommt man an den Punkt, der war bei Fashion Forum etwa 2014 der Fall, sozusagen kurz vor dem Merger mit Home24, wo man sagt, okay, so langsam müssen wir den Upper-Funnel entwickeln. Wirklich dann auch sozusagen skalierend entwickeln. Nichtsdestotrotz haben wir schon mit Pinterest sozusagen 2011 versucht, irgendwie den Upper Funnel sozusagen zu beleben und zu gucken, im USA-Geschäft kriegen wir da irgendwelchen Online-Reach. Und das hat damals ganz gut funktioniert. Aber tendenziell sind wir jetzt dort, wo wir sagen, ja, der Lower Funnel, den können wir inside out, der ist algorithmisch, der ist mehr oder minder systemisch, der hat nichts mehr oder minder mit Marketing zu tun, sondern einfach nur die Algorithmen, die das hin und her schieben und haben uns eigentlich darauf besonnen zu gucken, okay, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu einer Differenzierung, indem wir die in Upper Funnel auch die Awareness kreieren, indem wir sagen, okay, wir zeigen nicht nur irgendwelche Textanzeigen, sondern wir zeigen schöne Bilder, wir zeigen User-Generated Content und wir bringen den sozusagen zum Leben, um den Kunden zu zeigen, wir sind jetzt nicht nur der One-Stop-Shop, wenn du wirklich was brauchst, sondern wir schaffen uns irgendwie auch mal Bedarf zu wecken. Und ja, und da spielt Pinterest immer mehr eine Rolle bei uns. Also das ist wirklich nicht von dem organischen, sondern vom Performance-Band auf jeden Fall der am stärksten wachsende Kanal im letzten Jahr gewesen. Wow, okay, krass. Und beschreib mal so ein bisschen, was Pinterest unterscheidet, also was Shopping bei Pinterest unterscheidet von anderen Plattformen?
Ja, ich glaube, das Nutzerverhalten ist wirklich ein anderes. Ja? Also Pinterest hat durch diese Boardstruktur, durch diese Themenstruktur, ermöglicht es einem relativ nah an einem Thema zu bleiben, ohne von, ich sag mal, irgendeiner bestimmten Persönlichkeit abgelenkt zu werden oder da so irgendwie so reingesackt zu werden. Ne? Also wenn man das so bei anderen Social Medias sieht, wo man dann wirklich dann auf einmal scrollt und schaut, was hat jetzt die Person gemacht? Pinterest ist komplett themengebunden und es hilft einem viel besser, wirklich Sachen zu finden und zu erforschen, würde ich eher sagen. Ja, also es ist weniger für mich so eine Sache, wo man jetzt irgendwie teilt und riesen Reach kriegt oder da irgendwas macht, um zu sagen, boah, ich baue mir jetzt ein Board, um zu sagen, oh, ich will jetzt, dass 100.000 Leute das sehen. Natürlich gibt es immer Leute, die das machen, aber es ist eher so, ich baue was für mich und vielleicht, wenn ich was für mich baue, ich share das mit anderen, vielleicht kann ich denen ein bisschen was mitgeben, was so von mir ist. Und ich glaube, das ist so eine, ja, nicht so eine aggressive Form wie in den anderen Social Media. Und es hilft dem Nutzer, sich wirklich, sag mal, ruhig mit Sachen zu befassen. Also es ist halt, für mich war es jetzt so, also das Beispiel, was ich gesagt habe, mein Flow, ich bin da einfach in den Flow gekommen, habe gesehen, okay, der Pin ist interessant, wo kommt der her? Hier ist ein Board dazu. Ich schaue es mir an und sehe dann auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt gestern gepostet wurden, ja? Sachen, die von einem Jahr gepostet haben. Das heißt, Pinterest, der Content ist auch sehr langlebig. Man kann da sehr, sehr tief gehen. Und ich glaube, wenn man wirklich da das zum Ziel hat, sozusagen eine Sache zu erforschen, ist Pinterest echt eine coole Geschichte, gerade in den Sachen, wo man sich inspirieren lassen möchte. Ein anderes Thema sozusagen, was ich dich fragen wollte, ist, was ich überall höre, alle haben jetzt ja verstanden, die neuen Marketing-Inspirationen, die kommen vor allen Dingen auch aus Asien und gar nicht mehr so sehr aus USA. Guckst du da auch schon verstärkt hin? Und dann das Thema Live-Shopping. Das ist jetzt ja auch ein ganz großes geworden. Wie blickst du darauf? Ja. Also wir hatten da wirklich unsere ersten Sachen schon vor der Pandemie angefangen. Also gerade unsere Outlets. Also wir haben neben den Showrooms nochmal 4 Outlets, wo wir sozusagen unsere Touren verwerten. Die sind sehr schnell auf den Zug angesprungen, dass die wirklich so klassisch, wie man es vielleicht aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, für alle, die dort waren, jeden Samstag um 10 dann ihren Livestream geschaltet haben, wo Leute dann irgendwie durch sozusagen, das sind die neuen Sachen, die reingekommen sind, gucken sich mal diesen Tisch an, so wirklich so sehr hemdsärmlich daran gegangen sind. Und das ist super angekommen. Gerade als Lockdown-bedingt diese Outlets zumachen mussten, dass das noch so mehr eine Teleshopping-Komponente hat, wo dann wirklich während der Sendung auch jemand anrufen konnte und gegebenenfalls dann wirklich was kaufen konnte vom Sales-Team. Das heißt, wir sehen das als relevant an, sind jetzt aber nicht so weit, dass wir jetzt sagen, boah, wir machen jetzt unser eigenes QVC oder unseren Home-Shopping-Kanal auf. Ich glaube, derzeit wollen die Leute Erlebnisse haben. Ich glaube, jetzt gerade finden Leute alles toll, was sie mit irgendjemand anders machen können. Egal ob das Shopping ist oder Inspiration finden. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen abflachen. Ja? Und ich glaube, wie bei jedem Kanal, wenn man es gut macht, wenn man den Kunden unterhält und nebenbei noch ein bisschen verkauft, dann kann man es durchziehen und könnte da durchaus ich sag mal, vernünftigen Verkaufskanal etablieren. Ob wir das so können, weiß ich nicht. Fällt es euch denn generell schwer, diesen Shift hinzubekommen? Ich meine, oder geht es jetzt einfach so recht leicht von der Hand? Weil das ist ja schon ein Bruch jetzt auch in dieser Welt, in der ihr jetzt reinkommt, zu sagen, hey, wir haben jetzt die ersten 4, 5 Jahre dieses Performance-Marketing, haben wir eigentlich jetzt, da sind wir super, überall super angekommen, aber wir brauchen jetzt halt den nächsten Schritt, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr. Das ist ja auch bei Pinterest so, dass man da jetzt nicht gerade anfängt, aber wenn man da erstmal loslegt, dann muss man da ja auch wirklich viel mehr innerlich arbeiten als jetzt bei einem Google zum Beispiel. Ja, absolut. Also ich glaube, also wir sind dabei und wir sehen eben Pinterest auch wie so ein Archiv. Ne? Also Pinterest ist nichts, was du irgendwie mal kurz baust, wo du einfach sagst, okay, ich schalte 2 Anzeigen live, wenn irgendwas passiert, sondern du musst halt wirklich auch Content bereitstellen. Wir haben den Vorteil, dass wir einfach Content haben, der sich super dort spielen lässt. Ne? Wir haben ja diese ganzen Setting-Builder, wir haben nicht nur irgendwelche Freisteller, sondern wir haben unsere eigenen, für jedes unserer Möbelstücke machen wir Setting-Builder. Das heißt, wir haben super Content, der sich dort vermarkten lässt und darauf kann man dann die Werbung aufsetzen. Nicht das so, und Pinterest ist auch ein bisschen einfacher, weil man nicht ganz so viel kommunizieren muss. Ne? Also ich glaube, in den anderen Social-Media-Kanälen wird es sehr erwartet, dass man immer sozusagen alles auf die Kommunikation aus ist. Pinterest ist mehr so ein bisschen noch wie Fernsehen. Ne? Man guckt sich halt die Sachen an und geht halt und explort. Man erwartet jetzt nicht, dass jemand, der was gepinnt hat, sozusagen sofort irgendwie eine Frage beantwortet oder sich da irgendwie auf eine sofort kommuniziert. Insofern ist das, sage ich jetzt mal, vom Handling eigentlich ein Kanal, der sich dementsprechend, wenn man gute Bilder hat, sehr gut skalieren lässt, ohne da großartig noch viel Arbeit reinzustecken. Sascha, erklär mal so ein bisschen, welche Rolle Pinterest vor allen Dingen in Bezug auf Shopping ganz konkret spielt. Ja,
Genau, also am Anfang haben wir Pinterest immer nur als sozusagen wirklich Upper Funnel gesehen. Wir haben dort inspirierenden Content und die Nutzer sehen wir vielleicht irgendwann mal in 2 bis 3 Monaten wieder. In der Zwischenzeit mit den Produkten, die sie jetzt angeboten haben, also Collection Ads oder auch Shopping-Kampagnen, haben wir jetzt halt die Möglichkeit, eher so im Mittelfunnel zu pushen, ja? Dass wir wirklich den Kunden jetzt den Impuls geben, okay, du hast jetzt gerade 5 schöne Sofas angeguckt, hier ist eine Kampagne von uns mit einem Sofa, komm doch mal rüber zu uns. Das heißt, Pinterest geht immer mehr von dieser Upper-Funnel-Geschichte Richtung Mid-Funnel, manchmal auch Lower-Funnel, aber bei uns eben so ein bisschen beschränkt, weil durch die Warenkorbgröße es einfach immer ein bisschen länger dauert, bis Leute dann wirklich kaufen. Aber mit den Shopping-Anzeigen haben wir wirklich Sprünge gemacht in der Qualität. Also sag mal, das ist alles sehr, 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 sehr aus den Kinderschuhen jetzt rausgewachsen und sehr belastbar. Auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung. Sascha, wenn ich mir den aktuellen Werbespot von euch angucke, da kommt jetzt Corona und all diese Themen gar nicht mehr vor. Ist das Thema für euch jetzt eigentlich abgehakt oder erwartest du auch jetzt im 2021 noch dauerhafte Corona-Themen und auch Corona-Wachstumsschübe bei euch? Also ich glaube, ich gehe davon aus, dass es weiterhin einen Einfluss haben wird auf das Kundenverhalten. Also der Shift, den Leute jetzt gemacht haben von offline zu online, da wird viel übrig bleiben für online. Da werden sehr wenige Leute wieder zurückgehen. Natürlich beim neuen Werbespot wollen wir den Leuten aber auch so, ich sag mal, einen kleinen Fluchtpunkt geben, ne? Also die Leute, es ist sehr traumbasiert, es ist so ein Wohntraum, was man sich alles erträumen kann. Und ich glaube, das hat auch reflektiert schon noch so ein bisschen den Corona-Einfluss, weil das ist eigentlich bei vielen, dass was nur übrig bleibt, ne? Viele träumen jetzt und viele, viele, viele träumen von besseren Zeiten. Und ich sag mal, insofern nehmen wir die Vibe ein bisschen mit und wollen aber eigentlich die Träume wahr werden lassen, anstatt weiterhin nur träumen zu können. Gibt es denn aus der ganzen Corona-Pandemie, aus den ganzen schwierigen Monaten neben eurem geschäftlichen Erfolg auch was anderes Positives, was du da rausziehen würdest für dich? Ja, absolut. Also mein Kleiner ist gerade 2,5 geworden und irgendwie, dass er das ganze letzte Jahr mehr oder weniger bei mir am Rockzipfel oder bei dem meine Frau war, ist natürlich erstmal Stress oder Belastung, weil man so eine Doppelaufgabe hat. Aber man merkt halt auch einfach, was man alles so verpasst, ne, während so ein Kind mal in die Kita geht. Insofern, das war auf jeden Fall toll, ihn da wirklich, wirklich jeden Tag dabei zu haben und einfach auch zu sehen, wie lustig es sein kann und was er da so alles mitkriegt, wenn er sagt, Papa arbeitet und Papa Feierabend. Das ist schon sehr, sehr cool. Danke dir, Sascha. Übrigens für alle Zuhörer, der Sascha ist immer so bescheiden. Eigentlich hätte es heißen müssen Dr. Sascha Fitztum, der uns hier ein bisschen erklärt hat, wie Home24 aktuell im Marketing agiert, wie sie vor allen Dingen mit Pinterest umgehen, wie sie mit Pinterest arbeiten. Ein immer größer werdendes Thema offensichtlich für Home24. Danke dafür und an alle anderen viel Spaß weiterhin mit Pinterest Presents.